So, ihr lieben Mäuse da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. So, weiter geht's. Und, wie wird's weitergehen? Ja, wir sind in der Schule und Sarah hat uns natürlich gerufen. Ich bin mal gespannt, ob wir alles austratschen werden, aber sie wird es nicht gut finden. Wir müssen irgendwie mit Sarah mit Peter verkuppeln. Mal gucken, ob das klappt. Oh, hoffentlich nichts Schlimmes, sagte Sarah zu uns. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil sich meine Freundin Sorge macht. Ich hätte ihr ja wenigstens Bescheid geben können. Ich muss mich erstmal eingrooven. Aber wenn ich mit Drogen zusammen bin, vergesse ich alles um mich herum. Ich kann nichts dagegen tun. Ich war mit Drogo zusammen. Ihr schläft das Gesicht ein. Was? Du schwänzt die Kurse jetzt schon mit diesem Dummkopf? Ich finde diesen aggressiven Ton total daneben. Komm, du gehst sowieso bald mit Peter. Das hat nichts mit ihm zu tun. Ja, aber davor habe ich dich in den Kursen gesehen. Du sagst das so, als würde es ständig passieren. Das war jetzt ein einziges Mal. Ja, das werden wir ja sehen. Wir laufen ruhig ein bisschen im Gang entlang. Aber Sarahs gute Laune kommt schon bald zurück. So ist sie halt. Es ist unmöglich, dass sie mal länger als 5 Minuten schmollt. Dafür beneide ich sie. Jedenfalls hast du was verpasst. Professor Jones' Kurs war sensationell. Wenn du wüsstest, wer er ist. Ach ja? Nun muss ich zugeben, dass ich enttäuscht bin. Andererseits, auch wenn der Professor so leidenschaftlich ist, würde ich um nichts in der Welt die Momente hergeben wollen, die ich mit Drogo verbracht habe. Würdest du mir deine Mitschrift geben? Das wäre voll nett, ne? Ja, aber nicht, dass jetzt jedes Mal so ist, ne? Sonst verlierst du noch den Anschluss an die anderen Studenten. So eine Spielverderberin. Im selben Moment erspähe ich Professor Jones, der aus dem Raum herausgekommen. Das nennt man dann wohl schlechtes Timing. Ah ja, guck mal, er sieht ziemlich bleich aus, ne? Ja, mit denen stimmt das auch nicht. Der sah doch mal frischer aus. Irgendwie sieht er selber aus wie so ein Leichenmensch, Zombie, Ghoul, irgendwas. Mist! Wenn ich jetzt noch umkehre, geht es mir direkt an den Kragen. Und wenn ich weiterlaufe, stoße ich mit ihm zusammen. So ein Schlamassel. Ich tue so, als würde ich ihn nicht sehen. Sonnetrüffelchen. Und das ist schon passiert. Professor Jones? Was könnte ich jetzt noch schnell als Entschuldigung für mein Fehlen heute Morgen anbringen? Wecker kaputt. Stau auf der Straße ist immer gut. Stau im Verkehr. Ich steckte im Verkehr fest. Oder beim Verkehr? Okay. Es tut mir leid wegen heute Morgen. Auf der Straße gab es Stau und so. Du musst mir keine Märchen erzählen. Ich laufe rot an, weil ich ertappt wurde. Er nimmt mich beiseite und will alleine mit mir reden. Ich bin es nicht gewöhnt, meine Studenten zu überwachen. Sahnetrüffelchen, ich habe Wichtigeres zu tun. Aber du bist eine meiner vielversprechenden Schülerinnen. Wichtigeres zu tun wäre dann, in den Wald rumzulaufen mit 4 Beinen und andere Mädchen anzuknurren? Du hast das Studienjahr richtig gut begonnen. Und ich will nicht, dass sich das Ganze umkehrt. Hast du verstanden? Das war das erste und letzte Mal. Ich verspreche es Ihnen, dass das nicht wieder vorkommt, okay? Er scheint an meinen Worten zu zweifeln. Es ist schon verrückt. Es gibt Leute, die jemanden umbringen würden, um in diesen Kurs zu kommen. Und ich mache einfach mal blau. Ist das so? Naja, gut. Wir müssen Memory spielen. Das hoffe ich. Ja, ich hoffe das wirklich für dich. Ansonsten fresse ich dich beim nächsten Waldspaziergang auf. Er gibt mir einen Hefter mit mehreren Arbeitsblättern. Ich schaue sie an, ohne zu verstehen, was das ist. Das ist der Kurs von heute Morgen. Arbeite ihn durch. Danke, das werde ich tun. Gut, ich vertraue dir mal. Er lächelt mir zu und legt vertrauensvoll seine Hand auf meine Schulter. Irgendetwas Komisches überkommt mich. Wie eine Art Verbindung zwischen uns. Oder vielleicht meine Hundehaarallergie. Man muss dazu sagen, dass er sehr sexy ist. Alle Studentinnen seufzen, wenn er vorbeigeht. Ich bin also einigermaßen überrascht, dass er mir so viel Aufmerksamkeit schenkt.
Herr Jones, wegen dem Kurs ist heute Morgen an. Ich mache den Teil über die Zauberei. Ach, wo kommt das denn wohl her? Alter, ist der bleich, der Typ, ne? Ein Kurs über Zauberer? Oh Mist, ausgerechnet, den habe ich verpasst. Denken Sie, dass es hier in der Gegend noch mehr Zauberer gibt? Das wissen wir einfach nicht, Dr. Jones. Dr. Jones, ich finde den Namen sehr spektakulär. Ich finde ihn einfach mal spektakulär. Sehr spektakulär, erinnert mich so natürlich an Indy, ne? Ja, an Indiana Jones. So, Dr. Jones, ja, Dr. Jones. Gab es nicht mal ein Lied Dr. Jones von Aqua damals, die Barbie Girl gesungen haben? Ich meine, ja, ne? Ja, ich hätte auch gern mal gewusst, wie das sich hier weiterentwickelt. Aber ist das nicht storyabweichend, irgendwie? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn es sich jetzt wirklich um Dr. Jones dreht, der, oder Sebastian, wenn Sebastian jetzt ein Wolf wäre, weiß ich, ist das nicht storyabweichend? Es geht doch hier um Drogo. Und ich hätte gern mal gewusst, was in diesen versteckten Tür da ist. Diese versperrte Tür oder Keller oder was auch immer das sein mag. Und was mit dem Vater, der Bartolis ist. Also, meine Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.